Das Radfahren ist eine der populärsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Das Radfahren ist gesund und macht Spaß, wobei Sie aber einige Tipps befolgen sollten. Das Wichtigste bleibt die Sicherheit des Fahrers. Der Fahrtwind in den Haaren und im Gesicht während einer Radausfahrt ist zwar angenehm, bringt aber auch gewisse Gefahren mit sich. Die Luft kann nämlich verschiedene Verunreinigungen wie Sand, Staub, Pollen oder auch Kleintiere wie Fliegen und Mücken beinhalten. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Uvex Sportsteil 204 Fahrradbrille. Besonders auffallend sind die extra großen, dezentrierten Scheiben dieser Multisportbrille, die sie nicht nur vor starker Sonneneinstrahlung schützen, sondern die Optik entscheidend aufwerten sollen. Die Fahrradbrille von Uvex bietet Ihnen einen UVA, UVB und UVC-Schutz. Die UV-Absorber sind direkt ins Rohmaterial integriert und filtern die für die Netzhaut schädliche UV-Strahlung nach Angaben des Herstellers bis zu 400 Nanometer zu 100%. Eine weitere Besonderheit dieser Fahrradbrille ist ihr perfekter Halt. Sie sind dank des ergonomischen Rahmens rutschsicher und sitzen so gut, dass Sie die Brille kaum spüren sollten. Der ergonomische Rahmen besteht aus einer Bimaterialkonstruktion, die Ihre Augen vor störender Zugluft schützt. Die sogenannte Soft Earpieces-Konstruktion der Fahrradbrille von Uvex ist weich sowie formstabil und bietet Ihnen einen druckfreien Tragekomfort. Das Unternehmen Uvex bietet mit dem Modell Sportsteil 204 eine multifunktionale Fahrradbrille, die sich im unteren Preissegment ansiedelt, Ihnen dabei aber zahlreiche Funktionen bietet. Für dieses Modell gibt es neben den transparenten Scheiben zusätzlich Modelle in 7 weiteren Tönungen. Die dadurch möglichen Filterwerte reichen von S0, transparent, bis S3, überwiegend sonnig. Wie wichtig ist der UV-Schutz bei Fahrradbrillen? Während die Erdatmosphäre die UVC-Strahlung fast vollständig absorbiert, gelangt die gesundheitsschädliche UVB- und UVA-Strahlung bis zum menschlichen Auge. Hochwertige Fahrradbrillengläser verringern das sichtbare Licht und gestalten das Sehen bei Sonneneinstrahlung angenehmer. Bei den Fahrradbrillen ist vor allem der UV-400 oder 100% UV-Schutz wichtig. Um wirksam gegen die Sonneneinstrahlung geschützt zu sein, sollte eine Sonnenbrille alle UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern herausfiltern. Durch diese Kennzeichnung sind Sie sicher, dass die Fahrradbrille Ihre Augen vor schädigenden UV-Strahlen schützt. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Tarent Fahrradbrille Uvex Sportsteil 204 Fahrradbrille. Die Tarent Fahrradbrille ist eine Sportbrille für Herren und laut Hersteller für unterschiedliche Sportarten wie Fahrradfahren, Motorradfahren, Wandern, Golfen oder Angeln geeignet oder kann als Modeaccessoire getragen werden. Die Gläser der Sportbrille sind leicht polarisiert und sollen Schutz vor schädlichen UVA, UVB und UVC-Strahlen und schädlichem blauen Licht bieten. Dem Hersteller zufolge kann die Sportbrille die Ermüdung der Augen reduzieren und Blendungen beseitigen. Sie hat einen UV-400-Schutz und soll gut für Aktivitäten im Outdoor-Bereich geeignet sein. Für einen komfortablen Sitz soll bei dieser Sportbrille ein einteiliges Nasenpolster-Design sorgen, das dem Hersteller zufolge nicht auf den Nasenrücken drückt. Die Bügel sollen eine sehr gute Rutschhemmung haben und durch ihre ergonomische Form ein angenehmes Tragen ermöglichen. Die Tarent Sportbrille hat eine Halbrandfassung und ist schwarz. Das Gestell besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung. Es ist dem Hersteller zufolge flexibel und unzerbrechlich. Die flexiblen Federscharniere lassen sich in einem Bereich zwischen 150 und 200 mm öffnen, sodass die Brille bei unterschiedlichen Kopfgrößen passt. Die polarisierte Linse ist neunlagig und besteht unter anderem aus einer kratzfesten Schutzschicht, Polarisiertem-Glas und einer Splitterschutzschicht. Welche Eigenschaften sollen gute Bügel haben? Für einen guten Tragekomfort ist der richtige Sitz der Fahrradbrille entscheidend. Die Bügel sollten deshalb im Ohrenbereich nicht drücken oder einschneiden. Die bevorzugten Materialien dafür sollten flexibel und weich sein, damit sich die Bügel individuell an die Kopfform anpassen. Beim Kauf sollten Sie deshalb immer eine Anprobe vornehmen, um die richtige Passform zu wählen. Bei der Anprobe testen Sie auch den Tragekomfort und erfahren gleich, ob Sie die Brille in Verbindung mit einem Fahrradhelm tragen können.
Der nächste Produkt ist Velisan Fahrradbrille Tarent Fahrradbrille. Sie erhalten die Velisan Fahrradbrille mit wechselbaren Gläsern, um unterschiedliche Outdoor-Aktivitäten auszuführen. Die Konstruktion der Fahrradbrille besteht aus strapazierfähigem und hochwertigem PC-Polymer, wodurch das Gestell der Brille besonders flexibel und widerstandsfähig gegen Zerbrechen ist. Damit die Fahrradbrille einen optimalen Sitz hat, erfolgte die Ausstattung mit einer speziellen, weichen Silikon-Nasenstütze. Diese multifunktionale Fahrradbrille hat zudem zusätzliche Anti-Sweat-Streifen, die das Eindringen des Schweißes in die Augen verhindern soll. Der größte Vorteil bei diesem Modell sind die 5 austauschbaren Linsen. Graue polarisierte Linse mit UV-400-Schutz schützt sie vor schädlichen UV-Strahlen und eignet sich gut zum Fahrradfahren, Angeln oder Klettern. Gelbe Nachtsichtlinse verbessert den Kontrast, klärt und erhält die Sicht. Besonders geeignet für den Einsatz bei Dämmerung und schwachen Lichtverhältnissen. Revo-Linse schützt ihre Augen vor den UV, Infrarot und anderen schädlichen Strahlen. Blaue Linse bietet eine überlegene Perspektive, filtert effektiv das blaue Licht, gut geeignet für Freizeit, Strand und Wassersport. Klare Linse filtert die Infrarotstrahlung, gut geeignet bei bewölktem und regnerischem Wetter. Diese Velisan Fahrradbrille ist auch für kurzsichtige Personen gedacht. Die Brille hat einen inneren Rahmen für Kurzsichtgläser. Die Installation ist unproblematisch und schnell. Um die Linsen zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor. Drücken Sie zunächst mit 2 Fingern die eine Seite der Linse aus dem Rahmen und dann die andere Seite. Danach lösen Sie die Linse in der Mitte aus dem Gestell heraus. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Uvex Blaze 3 Fahrradbrille. Die Uvex Blaze 3 Fahrradbrille ist mit 3 Wechselscheiben, Clear, Light Mirror Orange und Smoke, für alle Wetterverhältnisse ausgestattet und bietet zudem einen guten Blendschutz. Der Hersteller Uvex setzt für einen guten Halt der Brille auf folgende Konstruktion: die weichen Nasenpads und die weichen Ohrenteile gewährleisten einen komfortablen Sitz der Fahrradbrille. Mit der Brille erhalten Sie eine Brillentasche. Die Wechselscheibentechnologie hat sich mittlerweile gut bewährt. Dadurch haben Sie immer die richtige Fahrradbrille mit der richtigen Scheibe für entsprechende Wetterverhältnisse. Der Wechsel erfolgt mit nur einem Klick. Die Uvex-Wechselscheibentechnologie soll nach Angaben des Herstellers eine einfache Handhabung und gute Sicht bei jeder Witterung bieten. Für einen guten Sitz bei hohem Komfort sorgen die Softbügel, die verformbar sind. Damit passen Sie die Brille genau an Ihr Gesicht an. Das sind die wichtigsten Eigenschaften der Uvex-Fahrradbrille. Abgestimmte Verspiegelung der Scheibe. Softbügel für guten Sitz. Wechselscheibentechnologie, ein schneller Wechsel der Scheibe, angepasst an die Witterungsverhältnisse. Softnasenpads sorgen für guten Sitz. 100% UVA, UVB und UVC Schutz. Was ist eine polarisierende Fahrradbrille? Die Polarisierung erhöht den Kontrast und blendet die Spiegelungen effektiv ab. Dadurch sind Ihre Augen gut geschützt und die Sicherheit erhöht sich, was vor allem bei einer starken Sonneneinstrahlung in den Bergen oder am Meer von Bedeutung ist. Die polarisierten Gläser erhöhen den Kontrast, den ein Mensch wahrnimmt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Alpina Twist 4 VL Plus Fahrradbrille Uvex Blaze 3 Fahrradbrille. Die Alpina Twist 4 VL Plus Fahrradbrille stammt aus der Performance-Reihe des Herstellers und eignet sich für alle ambitionierten Allwettersportler, die ihre Augen effektiv schützen wollen. Die Fahrradbrille sieht nicht nur schick aus, sondern soll auch einen perfekten Sitz haben. Das verdankt die Brille den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die durch die verstellbaren Nasenpads und Bügel gegeben sind. Bei der Herstellung griff Alpina auf die neuesten Technologien im Bereich der Fahrradbrillen zurück. So erhalten Sie dank einer stark gewölbten Brillenscheibe und einer indirekten Luftstromführung eine zugfreie und beschlagfreie Sicht, was bei schnelleren Sportarten, wie dem Radfahren, von Bedeutung ist. Sehr praktisch ist auch das sogenannte Zweikomp-Design. Es ist eine gut durchdachte Kombination aus harter Fassung, weichen gummierten Bügelenden und Nasenpads, die allesamt den Tragekomfort erhöhen und den Sitz der Brille verbessern. Bei diesem Modell sind die Sportbrillenfassungen direkt mit Korrektionsgläsern verglast. Als sehr hilfreich erweist sich die Adjustable Inclination-Funktion.
Dank verstellbarer Bügelgelenke können Sie die Fahrradbrille von Alpina bei einer schweißtreibenden Bergfahrt von der Stirn wegkippen. Bei der darauffolgenden Abfahrt kippen Sie einfach die Brille zur Stirn, um die Zugluft zu reduzieren. Des Weiteren weist dieses Modell eine hydrophobe, also feuchtigkeitsabweisende, Nanostruktur der Scheibe auf. Dies bewirkt ein sehr schnelles Abperlen des Wassers und nimmt zudem den auf den Scheiben befindlichen Schmutz mit. Sie haben eine saubere Scheibe und freie Sicht, die Gläser trocknen auch sehr schnell. Was ist die Varioflex-Technologie? Bei Varioflex handelt es sich um eine Scheibentechnologie, bei der sich die Gläser den Witterungsverhältnissen flexibel anpassen. Die selbsttönenden, also photochromen Scheiben reagieren hierbei auf UV oder auch auf sichtbares Licht. Treffen die Sonnenstrahlen auf die Scheiben, dann öffnen sich chemische Elemente im Material und erzeugen einen flächigen, abdunkelnden Effekt. Bei einer abnehmenden Lichtintensität schließen sich dagegen die chemischen Elemente und die Scheiben erhellen sich wieder. Das geschieht in Sekundenschnelle. Eine Varioflex-Fahrradbrille passt sich also den ständig wechselnden Lichtverhältnissen an. Der nächste Produkt ist Uvex Unisex 223 Fahrradbrille Alpina Twist 4 VL Plus Fahrradbrille. Das Modell ist multifunktional und für verschiedene Sportarten einsetzbar, die extra großen und rahmenlosen Scheiben machen diese Fahrradbrille zu einem modischen Blickfang auch über den Sport hinaus. Sie sind mit dieser Fahrradbrille stilsicher und gut geschützt unterwegs, dazu gibt es noch eine gute Passform durch weiche Nasenpolster und Bügel. Eine Brille sitzt gut, wenn Sie diese überhaupt nicht spüren. Bei diesem Uvex-Modell sorgen dafür die Soft Earpieces. Sie bewirken, dass die Fahrradbrille weich aber formstabil bleibt und einen insgesamt druckfreien Tragekomfort bietet. Die Softbügel lassen sich problemlos kalt verformen, um eine optimale Anpassung zu ermöglichen. Für die gute Anpassungsfähigkeit sorgen außerdem die Soft Nosepads, die keine Druckstellen am Nasenbein zulassen. Das Unternehmen Uvex prüft die Fahrradbrille hinsichtlich der Sicherheit und der Formstabilität. Alle Brillen von Uvex durchlaufen im Uvex Testing Center spezielle Testverfahren. Damit garantiert die Firma eine qualitätsgeprüfte Sicherheit und Funktionalität ihrer Produkte. Im Laufe der Tests entstehen zudem neue Daten und Erkenntnisse, die Uvex direkt für die Entwicklung neuer Technologien verwendet. Die Uvex-Brillen werden gemäß der Norm an ISO 123121-2013 getestet. Ausschlaggebend ist bei diesen Tests der anspruchsvolle Impact-Test, bei dem eine 6 mm große und 0,86 Gramm schwere Stahlkugel mit einer Geschwindigkeit von 45 Metern pro Sekunde, also 162 km pro Stunde, gegen die Sichtscheibe prallt. Diese Prüfung testet die mechanische Festigkeit der Brille, damit Ihre Augen gut geschützt sind. Was bedeutet Forkstop bei Fahrradbrillen? Forkstop ist einfach eine Beschichtung, die sich auf der Innenseite der Brillengläser befindet. Von der Struktur her ist diese Beschichtung nicht ganz glatt, sondern eher etwas zerklüftet. Das bewirkt, dass die Gläser nicht beschlagen können. Durch den Forkstop erfolgt keine Beeinträchtigung der Sicht. Dazu kann es nur dann kommen, wenn die Feuchtigkeit die Zerklüftungen mit Wasser füllt. Die abgelagerte Feuchtigkeit kondensiert jedoch schneller und die Sicht bleibt dadurch klar. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Keshark HOE 48B Fahrradbrille Uvex Unisex 223 Fahrradbrille. Die Keshark HOE 48B Fahrradbrille ist aus thermoplastischem Gummi des Typs TR90 gefertigt, der als unbrechbar gilt. Die Brille hat ein weiches und komfortables Nasenpolster aus Silikon an der Unterseite und bietet die Möglichkeit, Linsen je nach Bedarf einzusetzen und wieder herauszunehmen. Dafür werden laut Hersteller 5 Linsen und 3 Wechselobjektive mitgeliefert, die allesamt zu 100% UV-400 beständig sind, um schädliche UVA- und UVB-Strahlen zu blockieren. Die Brille ist laut Keshark nicht nur zum Radfahren, sondern auch zum Laufen, Angeln oder Golfspielen geeignet. Welche Rahmen sind bei Fahrradbrillen beliebt? Für Damen und Herren finden sich auf dem Markt viele unterschiedliche Rahmenarten. Sehr populär sind Fahrradbrillen mit Vollrand. Sie bieten zwar einen guten Schutz, wiegen dafür aber etwas mehr und beschlagen schneller. Die sogenannten Halbrandbrillen wiegen zwar etwas weniger und weisen eine bessere Belüftung auf, der Schutzfaktor ist allerdings etwas niedriger.
Die Fahrradbrille hat unter anderem folgende Linsen. Eingesetzte Revo-Linse für den perfekten Schutz der Augen und die Beseitigung von Astigmatismus. Grau polarisierte Linse. Bunte Linse für starkes Sonnenlicht. Die transparenten Linsen eignen sich laut Hersteller auch für bewölkte Tage und den täglichen Sicherheitsgebrauch. Zum Lieferumfang sollen ein Brillentuch, eine Aufbewahrungstasche und eine polarisierte Testkarte gehören. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Alpina Twist 3 2.0 VL Fahrradbrille. An sonnigen Tagen leistet die Alpina Twist 3 2.0 VL Fahrradbrille gute Dienste im Kampf gegen die UV-Strahlen und den Gegenwind. Die Gläser dieser Fahrradbrille sind selbsttönend und decken die Schutzstufen S2 und S3 ab. Dadurch absorbieren sie viel Licht samt UV-Strahlung. Dieses Modell hat eine gute Belüftung, was ein zu schnelles Beschlagen der Gläser nicht zulässt. Das Material der Bügel ist flexibel genug, um die Fahrradbrille optimal an das Gesicht des Fahrers anzupassen. Falls Sie eine Sehschwäche haben, brauchen Sie auf Ihre Korrekturbrille während der Radausfahrt nicht zu verzichten. Das Alpina-Modell verfügt nämlich über eine Aufnahme für Korrekturgläser, wodurch sie sich auf die eigene Sehkraft anpassen lässt. Bei der Herstellung nutzt Alpina verschiedene fortschrittliche Technologien. Dabei sind besonders die VarioFlex, Optimized Airflow, 2Comp Design oder Adjustable Inclination Technologien zu erwähnen. Mit der Adaptable Nospe Technologie nutzt Alpina die kalt anpressbaren, gummierten Nasenpads in ihrem Modell, um eine optimale Anpassung an jede Nasenbreite und Form zu ermöglichen. Dank der Gammierung ist ein Verrutschen kaum möglich und ein sicherer Sitz der Brille ist garantiert. Sind Fahrradbrillen mit Sehstärke zu haben? Ja. Wenn Sie unter einer Sehschwäche leiden und beim Sport keine Kontaktlinsen tragen möchten, dann können Sie bei einem Optiker eine Fahrradbrille mit Sehstärke anfertigen lassen. Auch online gibt es diese Möglichkeit. Dafür brauchen Sie lediglich dem Händler Ihre aktuellen Angaben zu Sehstärke mitzuteilen. Der nächste Produkt ist Avoy Re Fahrradbrille Alpina Twist 3 2.0 VL Fahrradbrille. Der nächste Produkt ist Avoy Re Fahrradbrille Alpina Twist 3 2.0 VL Fahrradbrille. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.